Ich begrüße Sie herzlich im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Phänomen Anastasia. Liebe Zuschauer, es geht weiter in unserer Serie mit dem dritten Teil von Band 3, Raum der Liebe. Ich wünsche Ihnen interessante Minuten. Geehrte Zuschauer, Phänomen Anastasia, Band 3, Teil 3, Raum der Liebe. Ich begrüße wie immer Herrn Konstantin Kirsch bei mir im Studio. Hallo. Hallo, Herr Jungwirth. Es geht weiter im Buch mit dem Titel Das System. Was ist damit gemeint? Ja, in diesem Kapitel geht es auch ums Thema Erziehungssystem. Der Herr Megra ist da auch am Mitteilen seine Thematik mit seiner Vaterrolle. Da geht es ganz viel über Bewusstseinssystem. Wie sind wir denn da verflochten? Und an einer Stelle, die ist mir jetzt gerade wichtig, da sagt er zu ihr, oh, es gibt sogar Einzelne, die bezweifeln, ob du überhaupt existierst. Und da hat sie eine sehr interessante Antwort. Und da die immer mal wieder auch etwas größer hervorgebracht wird, lese ich das ganz kurz mal vor. Das heißt so, wer nicht an mich glaubt, wird zumindest nichts Übles gegen mich unternehmen. Finde ich interessant, wie sie es sagt. Sieh doch mal positiv, Wladimir, ich bin für die da, für die ich da bin. Ja, ich bin mit Ihnen, wir gehören zusammen. Und sie sieht es also schon auch so, dass die Menschen, die ihren Traum umsetzen, quasi mit ihr richtig im Team arbeiten. Und es taucht immer wieder auf, ich bin für die da, für die ich da bin. Und sie will niemanden überzeugen von ihrer Existenz. Ist einfach gut so. Weil das ist ganz häufig wieder, immer wieder ein Thema von Menschen, die sagen, gibt es diese Anastasia überhaupt? Und das ist jetzt ihre Antwort dazu. Und die steht in diesem Kapitel, das System. Mhm. Und am Ende von diesem Kapitel geht es darum, dass sie den Herrn Megra mal einlädt, zu träumen, sich quasi was Schönes vorzustellen, so Bilder zu bekommen. Und zwar auch gerade bezüglich Kindererziehung. Und dann sieht er da richtig glückselige Kindergesichter und ganz interessante Räumlichkeiten. Und dann denkt er, das war einfach ein Hirngespinst. Aber nur kurze Zeit später erlebt er das in der Realität. Er ist bei einer Leserkonferenz und dann trifft er dort jemanden, wo ihn mitnimmt in eine Schule, die abseits gelegen ist in einem Waldstück am Ende eines Tales. Und plötzlich erlebt er dann dort was, was er vorher schon in dieser vermeintlichen Traum gesehen hat. Also gelebte Visionen des Glücks geht es ja dann weiter. Genau, das ist das Kapitel von einer Waldschule. Und dort erfährt er was ganz Besonderes. Diese Waldschule heißt jetzt auch Schule Tekos, kann man auch recherchieren. Also das ist keine Geschichte, die gibt es wirklich. Und das ganz herausragende ist dort, dass es viele Fälle dort gibt, wo die Kinder beispielsweise Mathematik, viele Menschen mögen das nicht so, brauchen da 10 Jahre, um, wie auch immer, dann das komplette mathematische Wissen zu lernen, um dann Abitur machen zu können. Und dieses gesamte Fachwissen, diesen Stoff, lernen die Kinder dort in einem Jahr. Also was üblicherweise in 10 Jahren Paukerei versucht wird, Kindern einzudrücken, schaffen die in einem Zehntel der Zeit, weil sie es lernen wollen. Punkt 1, weil sie die Freiheit bekommen zu lernen, was sie denn lernen wollen. Und weil der dortige Schulleiter, dieser Herr Stettinin, einen interessanten Ansatz hat, dass er sagt, das Wichtigste ist, dass die Kinder untereinander die Beziehungen pflegen. Ich sag mal in meinen Worten, ein Draht aufbauen zum Gegenüber. Und wenn dann die Kinder in unterschiedlichen Altersstufen, in unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen sich austauschen, bereichern sie sich so dermaßen gut, dass beispielsweise ein Kind, was Mathematik noch gar nicht kann, und ein Kind, was vielleicht gerade die Abiturreife schon hat, wenn die den Draht zueinander aufbauen, dann kann derjenige, der es gerade gelernt hat, dem anderen es in null Komma nichts beibringen, der es quasi aufsaugt.
in Computersprache gesagt, Computer aneinander stöpseln, Daten übertragen, fertig. Das geht dann ganz schnell. Aber es ist ja dort auch so, dass die bauen ja an der Schule, die helfen da ja selber mit. Die bauen auch, genau. Und zwar nehmen sie dann Kiesel und Zement, wenn das Material gerade da ist. Sie erleben also auch, dass Material mal nicht da ist. Wenn es da ist, dann wird begeistert gebaut. Es wird einerseits berechnet, die Statik, das gesamte entworfen. Die Kinder arbeiten am gemeinsamen Traum, an ihrem Bild. Sie bauen quasi einen Tempel. Und es soll sehr wunderschön sein. Also es ist jetzt keine Zeichnung in dem Buch drin, aber die Wortbeschreibung ist, dass diese Räumlichkeiten der Schule als außerordentlich angesehen werden müssen. Was gibt es zu den Leiter der Schule zu sagen? Ja, er ist wohl ein ziemlich weiser Mann, der die Kinder auch sehr gut beobachten kann und sehr viele Anregungen gibt und auch gerne von Kindern lernt. Und wie ich gerade schon mal erwähnt habe, dieses Thema der Beziehung untereinander. Die Beziehung unter den Kindern, zwischen Lehrern und Kindern. Und dann sagt er dann auch auf die Rückfrage, ja, es wären mehrere solche Schulen doch wertvoll, weil es ist doch fantastisch, das in einem Jahr das zu lernen, was sonst 10 Jahre braucht. Dann sagte er, ja, das Dilemma ist, sie finden nicht genügend Lehrer, die auf diese Weise beibringen können. Jetzt muss man sagen, es ist aber eine staatliche Schule. Es ist eine staatliche Schule, ja. Aber sie haben sehr, sehr lange Wartelisten, weil ganz, ganz viele Eltern ihre Kinder dort gerne in die Schule bringen würden. Und es wäre durchaus möglich, viele solche Schulen zu etablieren, aber es ist wirklich ein Mangel an Lehrern. Es ist ein ganz simples Phänomen. Wie wir es selber beigebracht bekommen haben in unserer Kindheit, was auch immer es ist, so sind wir gewohnt, es weiterzugeben. Aber wenn ein Lehrer mal selber als Kind in der Schule war, ein gewisses Schulsystem verinnerlicht hat, in der Ausbildung zum Lehrer auch noch, dann ist er gewohnt, es so weiterzugeben. Und wenn es in so einer Schule ganz anders zwingend notwendig wäre, dann ist es schwierig, dass er das überhaupt kann als Lehrer. Wie viele Kinder waren auf der Schule? Ich glaube, 200, 300. So das waren ein paar hundert, ja. Aber die müssten ja jetzt dann so weit sein, sozusagen das Lehramt auszuüben oder das Wissen. Also in der Schule haben sie das Lehramt gegenüber den anderen Kindern. Aber es heißt nicht, dass dort nur Lehrer ausgebildet werden. Mhm. Einzelne werden sicherlich auch Lehrer werden wollen, aber es gibt natürlich viele andere Perspektiven. Mhm. Es geht dann weiter im Buch, was können wir glauben? Ja, da ist es so, der Herr Megre reflektiert da auch sehr stark. Er hat für sich den Anspruch, er will und muss die Anastasia mit ihren Aussagen in Frage stellen. Es ist für ihn so, ja, so schwierig. Er hat so das Gefühl, wenn er einfach das nur annimmt, was die Anastasia erzählt, dann müsste er sich und der gesamten Zivilisation, die er kennt, eingestehen, wir sind alle Idioten. Und das will er nicht. Also er verteidigt quasi nicht nur sich und sein Leben, sondern die gesamte Gesellschaft, an der er auch mitgebaut hat und stellt immer wieder Anastasia in Frage und will es wissenschaftlich überprüfen. Und dann gibt es so eine ganz nette Geschichte, wo dann am Ende von dem Kapitel, es heißt eine Großmutter und ein Wissenschaftler. Die Großmutter im Gemüsegarten, die braucht den Wissenschaftler nicht. Die weiß, wie sie einfach das Essen anbaut. Aber eines Tages wird der Wissenschaftler die Großmutter brauchen, um was zu essen zu haben. Also die Idee, man muss nicht alles zerteilen bis ins Kleinste, man muss nicht immer genau wissen, wie das funktioniert. Wir müssen nicht analysieren und zerlegen. Es geht darum, was Schönes zu machen und zu gestalten und zum Beispiel auch einen schönen Garten zu bestellen. Wie geht es dann weiter? Ja, das nächste Kapitel heißt dann Kontakt mit anderen Welten. Und da geht es darum, dass viele Menschen durchaus eine innere Stimme hören, wo man dann nicht unbedingt genau weiß, was ist es denn für eine innere Stimme? Weil es gibt ja auch Wesenheiten, die keinen Körper haben und sogenannte Besetzungen, die die Menschen fremdsteuern wollen. Und da ist dann im Prinzip das Ergebnis, wenn wir uns selber innerlich reinigen und klar machen, wenn unsere Seele gereinigt ist, dann hören wir auch die Stimmen, die quasi wohlgesonnen sind. Und wenn aber so eine innere Stimme sagt, quasi du musst, du sollst oder ich bin das Beste oder das Schönste, das Größte, das Mächtigste, dann ist Vorsicht geboten.
Ich habe dich auserwählt. Sozusagen. Zum Beispiel sowas, genau. Da ist dann ganz viel Ego dabei und ganz viel, wenn quasi Stolz aufgepusht wird, da ist dann die Empfehlung, vorsichtig damit umzugehen. Sollen wir alle in den Wald ziehen? Ja, so heißt das nächste Kapitel. Es gibt viele Leser dieser Buchserie, die dann quasi sagen, ja, raus in den Wald. Und da gibt es dann so einen netten Spruch, Moment mal, da wo du jetzt gerade von flüchtest, aus der, wie auch immer, grauen Stadt, war ja früher auch mal Wald, der zur Freude des Schöpfers gewachsen ist. Und wenn die Menschen mit ihrem Zerstörungsbewusstsein, mit ihrem Müllverhalten, mit ihrem alles kaputt machen, aufs Land hinausziehen, in den Wald hinausziehen und das Denken nicht ändern, dann wird der dortige Wald auch irgendwann zerstörerische Großstadt sein. Und von daher ist die ganz klare Empfehlung von Anastasia, jeder möge da bleiben, wo er ist und dort aufräumen. Sauber machen, schön machen, so gut man es kann. Die Städter sollen an der Neugestaltung der Städte arbeiten und die Menschen auf dem Land an der Neugestaltung des Landes. Und bei dem Ausrichten auf Schönheit und Ordnung und Sauberkeit wird man sich selber innerlich entwickeln. Und dann kann es durchaus auch sein, dass Menschen, die bis in der Stadt gelebt haben, auch aufs Land ziehen oder in den Wald. Das sollte aber nicht der erste Schritt sein. Das wird dann eher irgendwann vielleicht das Symptom sein, dass man dann einfach merkt, also mein inneres Bild hat sich so gewandelt, dass der äußere Wald jetzt passend ist zu meinem Inneren. Und dieses Thema Aufräumen und innere Arbeit ist ganz klar der Fokus. Es geht dann weiter über Anastasia-Zentren. Überall in Russland entstehen Zentren. Hier wird ein Beispiel ausgenommen. Ja, diese Buchserie hat ja in Russland Millionen Auflage. Das ist ja ein sehr, sehr großer Bestseller gewissermaßen. Und da hat es schon in vielen Städten und Regionen Anastasia-Zentren gegeben. Wobei Anastasia dazu sagt, sie findet es nicht gut, dass ihr Name quasi an erster Stelle steht. Den Hinweis ist okay, dass man weiß, dass der Bezug stimmt, aber sie möchte keinen Personenkult aus sich machen. Sie findet es sogar eher so, dass es für sie eigentlich eine Leichtigkeit ist. Sie lebt in dem Garten, in diesem Raum der Liebe, in der Teige, den ihre Eltern und Großeltern, ihre Ahnen für sie aufgebaut haben. Sie lebt quasi im Paradies. Das ist dann keine große Kunst, dementsprechend zu denken und die Welt zu erkennen. Die Menschen, die in den Städten leben und trotz dieser quasi Hölle, wie sie es auch nennt, den Glauben an das Gute halten konnten, sind nach Anastasias Ansicht die wahren Helden. Und dann sollten diese Anastasia-Zentren auch gerne den Namen von diesen Menschen tragen. Es geht dann weiter, er richtet Champala wieder. Was ist da gemeint? Ja, es wird zuerst dieses Wort Champala erklärt, das sei ein Raum, wo die Weisheit der Schöpfung der Menschen erkennbar wird. Und es wird beschrieben als ein empfohlenes Verhalten für Städter. Im weiteren Verlauf des Kapitels konkretisiert es sich auf die Stadt Novosibirsk, dass die Menschen dort die Zedernzapfen aus der Taiga nehmen sollten, die Samen dann im Mund mit Speichel versehen, einpflanzen und mit dem Baum dann auch gute Wünsche und Gedanken dem Baum geben und beim Einpflanzen dann Stück für Stück die Stadt wandeln, dass da ganze Alleen entstehen von quasi heiligen Bäumen, heiligen Hainen. Und das ist auch die Prognose drin, wenn die Bäume dann dort wachsen, dann werden immer mehr Besucher auch zu dieser Stadt pilgern, dass quasi aus dieser Stadt Novosibirsk der ein Shambhala-ähnlicher Pilgerort wird. Shambhala ist ja auch, wo gesagt wird, der Ort wird seit Ewigkeiten gesucht. Eigentlich ist er in uns selber drin. Genau, genau. Und dieses in einem drin hat dann aber konkret wieder zur Folge, dass wir im Außen auch die Welt schön machen, zum Beispiel mit Bäumen pflanzen. So, letzter Punkt. Wer bist du, Anastasia? Ja. Das ist dann wieder die große Frage von Herrn Megre. So, er zweifelt wieder mal. Ja, das kann er am besten. Er ist mit dieser Frau verbunden, hat auch ein gemeinsames Kind und trotzdem fragt er immer wieder, wer bist du auch? Leser fragen es auch manchmal, ist er eine Außerirdische? Eigentlich ist sie aber mit dem Irdischen viel besser verbunden als viele andere. Ja, und in dem Gespräch kommt es dann raus, dass Anastasia ihn auffordert, er solle die gesamte Welt in einen Raum der Liebe verwandeln.
Das ist natürlich richtig großer Stoff. Das bringt das Fass ein bisschen zum Überlaufen. Ja. Und in dem Gespräch wird sie dann auch noch ganz euphorisch und ruft so richtig raus, ich hebe die Hölle auf, die so viele Propheten hier verkündet haben. Und ganz konkret wendet sie sich auch an Nostradamus, der so ganz viel Texte geschrieben hat. Und sie sagt dann, das waren keine Prophezeiungen, sondern quasi Ausgeburten der Fantasie von ihm. Und viele haben das geglaubt und dadurch mit ihren Gedanken diese Schatten und Sorgen verbreitet und genährt. Und sie löst quasi diese gesamten negativen Prophezeiungen auf. Und der Herr Mekre wird da etwas... Meine Güte, jetzt lockst du alle Schattenkräfte von wegen, du schreist ja noch, ihr greift mich an, ich halte euch aus, ich löse das auf. Und dann denkt er, meine Güte, das kann die doch alles gar nicht. Das ist doch jetzt Theater oder was macht sie da? Und dann geht es wiederum zu dem Thema seines Rucksacks und den Leserbriefen. Und sie sagt, Mensch, wie schön doch schon die Seelen sich regen und diese Leserbriefe und die Gedichte. Und dann... Ja, zitiert sie aus Briefen, aus den Leserbriefen, die er ihr im Rucksack mitgebracht hat, aber sie sind noch im Umschlag. Sie hat sie gar nicht geöffnet, um sie zu lesen, weil sie kann direkt die Gefühle der Menschen fühlen, die die Briefe geschrieben haben. Und so endet dann dieses Buch, wo er so verwundert ist, meine Güte, was nimmt sie sich vor? Ich soll die ganze Welt schön machen, sie will gegen das große Böse begehren und es auflösen. Aber sie kann tatsächlich quasi direkt... Sie hat, glaube ich, auch aus Briefen zitiert, die ja gar nicht dabei gehabt. Genau, weil das ist für sie dann sogar in dem Fall egal. Wenn die Menschen zu Hause einfach in dem Herzen gerührt sind, dann kann sie das direkt lesen und auch Gedichte zitieren. Also er kriegt dann doch noch die positive Kurve dran und ist wieder motiviert. Und er kriegt wieder doch Zutrauen, dass sie doch mehr kann, als er vielleicht sogar gehofft hatte, weil es ist ihm auch ein bisschen unheimlich. Aber sie hat einfach Fähigkeiten eines wahren Menschseins, was für ihn... immer wieder überraschend ist. Haben Sie noch zum Abschluss für Band 3 ein schönes Zitat für uns? Mit jedem neuen Tag, mit jedem Sonnenaufgang bietet sich uns die Gelegenheit, unsere Wahl zu überdenken und eine andere Richtung in unserem Leben einzuschlagen. Es steht uns frei, unseren Weg selbst zu bestimmen. Denk mal in Ruhe über dein Leben nach. Du bist ein Mensch. Und der Mensch ist fürs Paradies geboren. Vielen Dank, Herr Kirsch. Bis zum nächsten Mal. Liebe Zuschauer, das war Band 3 vom Phänomen Anastasia. Wir sehen uns bald wieder. Das war der dritte und letzte Teil von Band 3, Raum der Liebe. In der nächsten Folge geht es weiter in unserer Serie mit Band 4, Schöpfung. Wie viele kluge Köpfe haben über die Schöpfung schon gesprochen und philosophiert. Umso beeindruckender ist, was uns Anastasia darüber Außergewöhnliches und Schlüssiges zu erzählen hat. Freuen Sie sich auf den nächsten Band. Bis zum nächsten Mal im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt.